Hallo und herzlich willkommen zum neuen Uploadplan. Diesmal für die Woche 14. bis 20. Dezember. Im Vergleich zum letzten Plan gibt es diesmal ein paar Änderungen. Die größte Änderung ist, euch ist ja sicher schon aufgefallen, Adventure Capitalist kam zuletzt etwas unregelmäßig. Das lag daran, dass das Programm in letzter Zeit, warum auch immer, Probleme macht. Das heißt, es hängt sich immer wieder mal auf, es kommt zu Abstürzen nach dem Spielstart und so weiter. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das Projekt vorläufig mal als Nebenprojekt laufen zu lassen. Was nicht heißt, dass auch mehrere Folgen die Woche kommen können. Nur ich kann es eben nicht versprechen, je nachdem wie das mit dem Aufnehmen funktioniert. Und da ich ja immer die Folge quasi immer an den Tag aufnehme, wo ich sie rausbringe, damit eben möglichst viel weitergeht von Folge zu Folge, sich halt mehr tut, habe ich mich eben jetzt entschlossen, wir machen ein Nebenprojekt. Ja, und dann schauen wir halt, wie wir es dann in Zukunft handhaben werden mit dem Projekt. Statt Adventure Capitalist habe ich jetzt ein neues Spiel als Hauptprojekt die Woche auf jeden Fall mal drinnen, Grand Ages Medieval. Da ist auch gestern Sonntag schon die erste Folge gekommen. Kam eigentlich auch ganz gut an. Und dann ist geplant eben die Woche Dienstag, Donnerstag, Samstag ab 16 Uhr. Ich möchte es eben probieren, weil ich doch teilweise gemerkt habe, dass die 20er Videos nicht so viele Aufrufe hatten wie die zum Beispiel um 18 Uhr. Deswegen möchte ich das mal probieren, dass ich eben die Woche eben ein Hauptprojekt schon um 16 Uhr bringe. Und auch halt je nachdem, wie gut das bei euch dann ankommt, das Projekt, wird es dann eben weiter als Hauptprojekt rennen oder eventuell als Nebenprojekt. Wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, beziehungsweise auch beim Projekt selber, wie euch das Ganze gefällt. Ich habe 5 Folgen insgesamt aufgenommen. Eine kam gestern und 4 quasi habe ich jetzt noch. Und dann schauen wir mal, in welchem Rhythmus das Ganze weitergeht. Dann haben wir bei den Hauptprojekten noch Minecraft. Kommt Montag, Mittwoch, Freitag ab 18 Uhr und Sonntag ab 8 Uhr. Also wie gehabt, rennt ganz normal weiter, bin immer noch am Tunnelprojekt, wo ich eben teilweise alleine, teilweise mit dem Tomcat aufnehme. Solange es euch gefällt, mache ich auch da weiter. Wenn ihr aber sagt, na, mach mal was anderes, kann ich natürlich auch wieder zurück zur Drachenwacht und dort weiterbauen oder irgendwas anderes machen, erkunden, was auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare, freue mich immer drüber, eben von euch was zu lesen. Dann weiß ich auch, okay, wollt's gerade das oder jenes. Schwer zu sagen, aber aufgrund der Aufrufzahlen merke ich schon, dass derzeit ein etwas zurückgeht. Also werden wir vielleicht doch bald mal wieder zurückgehen. Also die Folge heute Montag und auch Mittwoch, die habe ich schon aufgenommen. Und vielleicht, dass wir Freitag oder Sonntag mal wieder zur Drachenwacht schauen, wie es den Leuten geht. Verwaltungsgebäude müssen wir auch noch fertig einrichten, dass wir eventuell zwischendurch da mal weitermachen. Ja, dann haben wir noch Craft the World. Da sind die Aufrufzahlen zuletzt extrem niedrig, leider. Teilweise nur 1, 2, 3 Aufrufe, was ich echt schade finde. Weil mir macht das Spiel eine Menge Spaß und es gibt noch so viel zu entdecken, so viel zu entwickeln in der Forschung. Wir können noch so viel machen. Das wird aber auf jeden Fall weitergehen, weil mir macht Spaß, auch beim Aufnehmen. Das ist ein schönes Spiel. Eben, und das rennt eben Dienstag, Donnerstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr. Dann Hauptprojekt, eben die Chaos WG 7 Days. Da ist so, da ist am Freitag, nein nicht Freitag, sondern Sonntag, den 13. die Alpha 13 rausgekommen. Und habe auch schon mit dem Shadow geredet und wir werden im Jänner dann wieder beginnen aufzunehmen.
Das heißt quasi, wenn der ganze Weihnachts- und Neujahrsstress vorbei ist, dann nehmen neue Staffel auf mit der Alpha 13. In welchem Rhythmus? Wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht sagen, wann die Folgen kommen, wie viele Folgen die Woche kommen. Das werden wir dann alles noch entscheiden. Sonntag, ansonsten noch eventuell, dass vielleicht noch ein angespielt kommt. Beziehungsweise hätte ich auch mal wieder Lust, ein paar Level bei Lemmings zu spielen. Da haben wir jetzt auch schon länger nichts gemacht. Mir hat es aber Spaß gemacht, bei euch kam es eigentlich auch nicht so schlecht an. Vielleicht nehme ich wieder ein paar Level auf und bringe die am Sonntag. Ja, dann haben wir noch die Nebenprojekte. Da war einmal Rising World. Da, ja, kommt nicht so schlecht an bei euch. Also, ich meine, bin gerade dabei, jetzt endlich auch die ersten Sachen zu bauen auf unserem neuen Bauplatz. Wo wir gerade an der Mine bauen. Ein Haus möchte ich auch noch bauen. Also da kommt auf jeden Fall eine Folge, denke mal wieder so 30 bis 40 Minuten. Oder kann man doch was weiterbringen, auch in einer Folge. Dann City Skylines After Dark kommt auch wieder eine Folge. Eben macht mir auch immer noch Spaß. Da braucht man übrigens noch einen Namen für das Gebiet bzw. für unsere erste Siedlung, Dorf. Eben, also wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt es im Projekt unter die Videos, wenn ihr Namenvorschläge habt, wie wir unser erstes Siedlungsgebiet, wie wir das nennen sollen. Dann Open Transporte und Deluxe. Macht mir auch Spaß. Da habe ich ja jetzt zwei Folgen schon aufgenommen und eben auch schon rausgebracht. Das heißt, da geht es weiter, da werde ich jetzt wieder ein paar Folgen aufnehmen. Und dann haben wir noch Adventure Capitalist. Das kam ja auch ganz gut bei manchen an, aber die Aufrufzahlen waren halt dann insgesamt dann doch etwas niedrig, leider. Aber ich weiß, ein paar Leute schauen es regelmäßig und mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht, weil man es auch gut nutzen kann, um über andere Dinge zu reden, wenn es die Zeit zulässt. Weil mit drei Gebieten, also Erde, Mond, Mars, wo man halt überall kaufen und investieren kann, war halt doch schon einiges los. Ja, und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Sachen, die mich auch noch technisch interessieren würden. Aber da muss ich mal schauen, weil ich möchte noch nicht zu viel aufladen. Sondern halt schauen, dass das alles gut auch machbar ist. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen, aber für mich ist halt wichtig, ihr seht es eh, dass eine gewisse Abwechslung im Spielen drinnen ist. Wir haben jetzt quasi, wir haben eben Crafting-Spiele, wir haben Aufbauspiele, eben Wirtschaftssimulation, also alles dabei. Ebenso wie ich ja meinen Kanal, ebenso wie er auch geplant war und immer noch geplant ist, halt von der Mischung her. Ja, jetzt glaube ich, ist das Video doch länger geworden als ursprünglich geplant. Ja, für alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich immer über eure Kommentare, über eure Daumen nach oben und auch unter Anführungszeichen Daumen nach unten, weil alles hilft weiter. Das Schlimmste, was einem YouTuber passieren kann, sind gar keine Reaktionen auf die Videos. Ja, und dann wünsche ich jedem noch eine schöne Woche. Und wir sehen, bzw. wir hören uns dann in einem der nächsten Videos. Tschüss!